Telefonieintegration mit eGroupware. Wir sind ja heute eine kleine Runde, von daher freue ich mich im Zweifelsfall auch gerne, sehr viel interaktiv mit Ihnen zu machen. Das heißt, wir können auch, falls Sie Mikrofon dabei haben, Ihnen im Zweifelsfall einfach Sprechrechte einräumen, sodass alle auch sprechen können. Ich glaube, dass das ja durchaus Sinn macht in so einer Runde. Ich denke mal, einfach ganz kurz zu mir, zu uns. Die meisten kennen uns zwar. Birgit Becker von der eGroupware im Haus bei uns zuständig für Support und Consulting. Und ich habe den Ralf Becker mit dabei, der bei uns für die Entwicklung zuständig ist und auch die ganze Programmierung gemacht hat für die Telefonieintegration. Und wir wollen heute dann einfach mehr und im Detail zeigen, wie ich an der Stelle vorgehe, um eine eGroupware mit Placetel zu verbinden. Ich würde es jetzt mal kurz an den Ralf weitergeben. Der kann mal noch ein bisschen was sagen, was wir denn jetzt so an Funktionalitäten da überhaupt drin haben und dann auch heute so zeigen können. Ja, also auch von mir herzlich willkommen. Gegenüber dem letzten Webinar, was Sie vielleicht gesehen haben, haben wir uns jetzt mehr um die Administration gekümmert. Das heißt, wie komme ich jetzt mit einer großen Anzahl User tatsächlich zu Placetel? Wir hatten vorher ja schon ein- und ausgehende CDI-Integration. Das heißt, Click to Dial. Ich kann eine Nummer in der eGroupware anklicken, das Telefon wählt, beziehungsweise eingehend, jemand ruft mich an und bei mir wird ein CRM-View geöffnet, bei dem ich sehen kann, wer mich da gerade anruft. Und es gibt eine Anrufliste, wo ich halt auch abends meine Telefongespräche samt der Dauer sehe und entsprechend darauf dann halt auch Stunden buchen kann. Ja, die Birgit zeigt so ein bisschen, wie die Konfiguration aussieht dazu. Das sind zwei unterschiedliche APIs. Die eine API ist die Notify-API, die dient dazu, dass der eGroupware-Server benachrichtigt wird, wenn ein Telefon klingelt. Und die reguläre REST-API, wie sie Placetel nennt, die dient dazu, um halt zum Beispiel Gespräche auszulösen. Wie gesagt, das war beim letzten Mal schon so vorhanden, wo wir uns jetzt drum gekümmert haben. Ja, da sehen wir nochmal die Telefonliste. Was jetzt neu dazu kam, war einfach die Möglichkeit, wie bekomme ich denn, wenn ich jetzt umsteigen will, wie bekomme ich die User zu Placetel rüber? Und da haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass ich einfach eine Anzahl Benutzer auswählen kann und kann sagen, die bitte jetzt bei Placetel anlegen. Dabei muss ich natürlich sagen, welche Telefonnummern sollen die bekommen? Wenn die schon Hardware-Telefone bekommen sollen oder haben, muss ich natürlich auch entsprechend Adressen der Hardware-Telefone angeben, damit das alles provisioniert werden soll. Das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben unsere Tutorial-Instanz komplett leergeräumt und dann können wir einfach an Beispielen das mal alle zusammen durchspielen. In dem zweiten Schritt können Sie natürlich auch Trials bei Placetel machen oder von uns angelegt bekommen und dann entsprechend mit Ihrer eGroupware-Instanz das machen. Der Code ist zu einem großen Teil, jetzt noch nicht die allerneuesten Sachen, aber zu einem großen Teil in dem letzten Release-Kandidat, den es am Dienstag gab, auch schon verfügbar für die Eigeninstallation und im Hosting sowieso. Ja, ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal in die Praxis. Wann auch immer Sie Fragen haben, einfach bitte kurz in den Chat reinschreiben. Wie gesagt, wir können auch gerne jederzeit Ihnen auch die Option geben, dass Sie tatsächlich auch Mikrofon und Kamera oder nur Mikrofon benutzen können. Das ist einfach möglich. Von daher im Zweifelsfall einfach kurz in den Chat reinschreiben, wenn Fragen sind, wenn Anmerkungen sind, wenn wir zu schnell oder zu langsam sind, dass wir an der Stelle einfach auch darauf reagieren können. Ansonsten würde ich sagen, können wir dann einfach mal Bildschirm übertragen und mal zeigen, wie die einzelnen Schritte an der Stelle auszusehen haben, damit man sie dann auch entsprechend nachvollziehen und analog auch für die Eigeninstallation durchgehen kann. So, das heißt, Sie können jetzt meinen Bildschirm sehen. Ich starte jetzt mal bei Placetel. Zuallererst müssen wir bei
die Integration der EcoWare mit Blaztel machen. Dafür gibt es, wenn man sich in dem Trial, der ist jetzt hier für sysop@tutorial-egroupware.net angelegt, wenn ich mich dort angemeldet habe, sehe ich hier unter Integrationen. Und unter Integrationen gibt es zwei verschiedene APIs. Das ist einmal die Web-API. Da kann ich ein API-Token erstellen. Das API-Token wird benötigt, damit die EcoWare zum Beispiel ein Gespräch aufbauen kann oder einen Benutzer anlegen kann. Die API-Tokens werden nicht angezeigt. Man kann die einmal erstellen, bei der EcoWare eintragen. Danach werden die halt nicht mehr angezeigt. Das heißt, ich erstelle hier ein API-Token. Ich lasse das jetzt mal, wir haben da schon eins und schauen uns das mal auf der EcoWare-Seite an. Ich bin jetzt mit einem Administrationsbenutzer angemeldet. Ich habe jetzt hier meinen API-Token schon eingetragen. Und das ist der erste Schritt, damit ich rauswählen kann. Und dann habe ich im zweiten Schritt diese Notify-API, die ist, wie gesagt, für die eingehenden Calls. In der Notify-API trage ich einen Endpunkt ein. Der Endpunkt wird mir hier in der EcoWare angezeigt. Das heißt, den kann man einfach per Copy-Paste nehmen. Kann darüber machen. Und man kann, damit nicht jeder da Gespräche signalisieren kann, kann man hier noch ein Geheimnis vergeben. Da kann man von der EcoWare her ein Passwort vorschlagen lassen. Und dieses Passwort oder das Geheimnis, das wird dann auf der Seite, wie man das hier sehen kann, bei Blaztel eingetragen und das Ganze wird gespeichert. Danach könnte ich jetzt anfangen, manuell bei Blaztel Benutzer anzulegen. Die Benutzer werden entweder über die E-Mail-Adresse oder über Name, Vorname in der EcoWare identifiziert. Das heißt, ich kann natürlich nicht Hugo Müller in der EcoWare heißen und Josef Meyer bei Blaztel, weil die zwei kriegt er halt nicht zusammen. Oder halt bei dem einen habe ich, also ich muss eine gemeinsame Schreibweise finden, damit die zwei Sachen zusammenkommen. Noch einfacher ist das Ganze jetzt, wenn ich hier mal auf meine Benutzerliste gehe und einfach hier mal ein paar Benutzer anlege. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich hätte hier gern die Nicole Oster, die Sonja Fleming und die würde ich gerne bei Blaztel anlegen. Dann gibt es hier einen neuen Punkt, Benutzer anlegen. Dabei kann ich noch auswählen, welches Telefon, also wenn wir jetzt umsteigen, ist es ja im Regelfall so, dass ich in meiner Instanz das dienstliche Telefon schon die richtigen Rufnummern drinstehen habe und damit ich die natürlich nicht alle nochmal eingeben muss. Und wenn ich davon ausgehe, dass der Nummernblock entsprechend gebucht ist, dann werden mir die entsprechenden Telefonnummern, die im Adressbuch stehen, werden mir hier unter Telefonnummer angezeigt. Und ich kann dann hier unter neuer Nummer von den gebuchten Nummern, die wir bei Blaztel abgefragt haben, das sind jetzt hier halt insgesamt drei Nummern in dem Trial, kann ich halt jetzt Nummern vergeben. Ich vergebe noch eine Durchwahl. Da nehme ich jetzt hier einfach mal die letzten drei Stellen. 5, 6, 8. Und hier kann ich noch sagen, dass das Ganze ein Besetzt-Lampenfeld-Telefon ist. Das ist im Trial nach zusätzlicher Nachfrage von Blaztel möglich. Der Standard-Trial hat das noch nicht drin. Besetzt-Lampenfeld sehen wir gleich, wenn wir uns die Hardware-Telefone mal anschauen. Ich halte hier mal so eins in den Bildschirm. Mit Besetzt-Lampenfelder kann ich halt einfach sehen, ob der Kollege am Sprechen ist oder nicht. Okay, ich lege die jetzt hier mal einfach an, noch ohne ein Telefon, klicke hier auf Hinzufügen und dann werden die automatisch angelegt. Das heißt, ich kann jetzt hier bei Blaztel schauen und kann hier auf die Administration von meiner Telefonanlage, auf die Mitarbeiter gehen und sehe jetzt, hier gibt es eine Nicole Oster und eine Sonja Fleming und die Nicole Oster hat die 567 und die Sonja Fleming die 568. Das sind jetzt Mitarbeiter. Sorry?
Was ich einfach noch dazu sagen wollte, was ganz interessant ist, PlayStyle rechnet ja an der Stelle einfach ab, die Telefonnummern, die man nach außen zeigt, im Vergleich zu internen Durchwahlen. Das heißt, an der Stelle, wenn ich jetzt so habe, dass mein Mitarbeiter nicht unbedingt von außen direkt mit der Durchwahl angerufen werden muss oder ich sowas wie eine zentrale Rufnummer habe, dann gebe ich einfach nach außen diese zentrale Rufnummer an, habe interne Durchwahl und der Mitarbeiter kostet in dem Sinne, außer dass er Telefonkosten natürlich generiert für seine Anrufe, ist es so, dass sie die Nebenstelle selber an der Stelle nichts kostet, weil sie von außen nicht erreichbar ist. Das ist so eine von den Sachen, die bei PlayStyle, finde ich, auch sehr angenehm ist. Also ich kann entscheiden bei den Mitarbeitern, wer braucht tatsächlich eine Rufnummer, weil er in einem direkten Kundenkontakt ist, sodass er von außen direkt erreichbar ist und wen ruft zum Beispiel einfach in der Zentrale an und wird dann intern weitergestellt. Das sind so Dinge, die man an der Stelle auch unterscheiden kann. Ja, können wir ja mal ganz einfach. Ich könnte jetzt hier mal noch ein paar andere Benutzer nehmen und kann die mal alle mit der 5, ne, die Sonja Fleming hatten wir schon, kann die alle auch noch mal bei PlayStyle anlegen. Und ich gebe denen auch einfach mal die 567. Das heißt, die 567 wäre jetzt meine Hauptnummer, wo ich diverse Leute anlege. Und ich gebe denen halt jetzt mal momentan die 601, 602, 603, 604, 605 und die 606. So. Das dauert einen Moment schon länger und dann sind die jetzt bei PlayStyle auch alle angelegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Mitarbeiter klicke, sehe ich jetzt halt hier meine ganzen Mitarbeiter und außer der Sonja Fleming, die die 568 hat, sind die anderen alle unter der Zentralrufnummer der 567 zu erreichen. Mitarbeiter sind sozusagen Benutzerkonten dort. Dann gibt es etwas, das nennt sich VoIP-Ziele. Das heißt, das sind die einzelnen Einheiten, die angerufen werden können. Wir haben jetzt für jeden der Benutzer hier auch ein VoIP-Ziel angelegt und das VoIP-Ziel hat eine interne Durchwahl. Da hatten wir ja die Nicole Oster noch mit der 567 und die Sonja Fleming mit der 568 und alle anderen haben mit 600er Rufnummern angelegt. Man sieht, noch keiner von denen ist entsprechend online. Ich kann jetzt in die E-Groupware reingehen und habe auch in der E-Groupware drin, ich glaube, das hier gerade nochmal wieder zu, habe ich auch eine Liste der VoIP-Ziele. Da sehe ich jetzt meine Benutzer und sehe, dass wir die zwei hier mit Gesetzlampenfeldtelefonen und die anderen mit Standardtelefonen, das hier als Vorgabe übersetzt wurde, angelegt haben. Ich kann jetzt hier so einen Benutzer auch auswählen, sehe hier für einen beliebigen Client auch SIP-Kennung, ein SIP-Passwort, um jetzt ja, ein ganz beliebiges Softphone zum Beispiel einrichten zu können. Ich kann hier einrichten, dass ich eine automatische Vorwahl haben will. Das heißt, wenn ich jetzt eine lokale Rufnummer wähle, dass die Vorwahl entsprechend vorgewählt wird. Und ich kann sehen, wenn es registrierte Telefone gäbe, was es hier nicht gibt, weil wir ja bisher noch keinen angelegt haben. Ich kann jetzt auch hingehen und kann zum Beispiel für die Frau Fleming hier kann ein Passwort-Reset triggern. Über den Passwort-Reset bekommt die Sonja Fleming eine Mail gesendet und kann darüber sich bei PlayStyle ein Passwort setzen, um dann auch selber sich bei PlayStyle einloggen zu können. Vielleicht kannst du ja mal dich als Sonja Fleming anmelden. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich würde jetzt mal hingehen und als erstes noch so ein schönes Hardware-Telefon einrichten. Dabei muss ich mal kurz hier bei den Benutzern, ich bin hier in der Admins-Gruppe drin,
Das heißt, ich lege jetzt hier auch ein Telefon an. Ich nehme mal die 569, die hatten wir jetzt noch nicht vergeben. Gib dem Ganzen auch die Durchwahl 569. Das ist ein Besetzlampenfeld-Telefon. Und ich habe hier ein Cisco 6851. Und jetzt muss ich hier auf dem Telefon, gibt man auf dem Typenschild, kann man die, ja, jetzt vermutlich nicht sehen, aber auf dem Typenschild steht die MAC-Adresse. Das ist die Hardware-Adresse des Telefons. Die habe ich hier auch in meinem Clipboard schon irgendwo. Damit kann ich die hier mal einfügen und sage jetzt hinzufügen. Jetzt ist auf der Blaistel-Seite automatisiert ein weiterer Mitarbeiter angelegt worden, nämlich der Ralf Becker, den wir hier haben. Das Cisco 6851 Telefon, ein VoIP-Ziel dazu. Da kann man auch entsprechend drauf gehen. Und dann sieht man halt hier jetzt das Telefon. Das Telefon kann jetzt von der Blaistel-Seite, aber auch, und das ist das, was für uns letztendlich wichtig ist, ich kann das Telefon dann als Benutzer, wenn ich hier auf meine Anrufliste gehe, kann ich hier sagen, als ganz normaler Benutzer, gar nicht mal nur als Admin, kann ich sagen, ich will jetzt, na, der hat das Telefon noch nicht gefunden. Moment. Ups. Admin. Müssen wir hier nochmal auf die VoIP-Ziele gehen. Da haben wir auch gerade irgendwie den Herrn Becker zweimal drin. Irgendwie haben wir den noch nicht. So, ja, ich bin dabei, gerade der Nicole Oster ein Softphone einzurichten. Ja, wir müssen jetzt mal auf der Blaistel-Seite, da sind wir noch am Arbeiten, dass das sich automatisch ausgelöst wird. Man kann hier bei den IP-Endgeräten, das ist was, was leider noch nicht per API geht, kann ich jetzt hier sagen, Autoprovisionierung anstoßen. Oder ich kann auf meinem Telefon hingehen, wenn man das, ich weiß jetzt nicht, wieder entsprechend sehen kann, kann ich halt auch einfach sagen, ich will in der Geräteadministration mal einen Neustart von dem Telefon auslösen, damit das Telefon einfach sich seine Konfiguration holt. Das wird jetzt einen Moment dauern, das Telefon bootet neu. Bei dem Neubooten spricht es mit dem Hersteller und Blaistel hat halt bei dem Hersteller eingetragen, dass sich das Telefon dann an Blaistel wenden soll und bekommt von Blaistel dann eine Konfiguration. Das braucht jetzt einen kleinen Moment. Vielleicht gucken wir mal, Birgit, zu deinem Softphone. Ja, sehr gerne. Also wenn du magst, kannst du einfach mal kurz wieder auf unsere VoIP-Liste gehen. Dann sieht man dort schon, dass jetzt für die Nicole Oster auch entsprechend ein Softphone, wenn du mal ein Neuladen machst. Genau, hier sehen wir das. Blaistel Standard Light. Genau, das ist so der, ich sage jetzt mal, Minimal-Client, den ich auf dem Desktop haben kann. Weil man hat ja alle Freiheit, was für Telefone beziehungsweise auch die verschiedenen Clients, die Blaistel an der Stelle anbietet, was man da machen kann. Wenn du mal deine Bildschirmübertragung beendest, kann ich im Zweifelsfall mal meins anzeigen. Freigabe beenden hier, ja. So, dann will ich freigeben und zwar diesen Bildschirm teilen und dann hole ich mal mein Softphone an der Stelle auf die andere Seite rüber. Dann sieht man hier an der Stelle einfach, ich kann den auch mal ein bisschen größer machen, einen ZIP-Client, den ich hier habe, und wenn jetzt dein Telefon auch schon provisioniert ist, Ralf? Nee, der ist noch am Werkeln.
Der ist noch am Werkeln. Okay, aber nichtsdestotrotz kann ich ja einfach mal ins Adressbuch reingehen und kann mir einfach mal die Freiheit nehmen. Ich suche doch einfach mal den Ralf Becker aus dem Adressbuch heraus. Okay, den gibt es hier nicht, den gibt es hier und der hat hier halt natürlich auch ein Telefon von der E-Groupware-Seite aus und ich kann den ja natürlich ganz genauso anrufen. Das heißt, jetzt meldet sich mein Client auf dem Softphone. Hallo, mein Ralf klingelt sein Standardtelefon und wir hören uns jetzt über mein Softphone und über sein normales Telefon. Gut, ich lege hier mal wieder auf. Genau, und an der Stelle habe ich hier das Playstyle-Telefon und an der Stelle hat es dann hiermit telefoniert. Ich kann das natürlich auch hier entsprechend wieder auflegen. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal hier in unsere Anrufliste reinschauen, dann sehen wir hier in unserer Anrufliste jetzt auch, dass wir entsprechend zu verschiedenen Zeiten telefoniert hatten. Das sind jetzt allerdings noch Telefonlisten von davor. Das heißt, an der Stelle würden wir wahrscheinlich am einfachsten mal das Log nochmal importieren, Ralf, oder? Können wir machen. Ich meine, wir können auch einfach ein paar neue Gespräche führen. Also mein Telefon ist jetzt auch soweit. Okay. Gut, dann kann ich ja natürlich nochmal von mir aus an der Stelle. Du warst, als welcher Benutzer warst du drin? Ich war als Benutzer Ralf Becker drin. Okay, der hat jetzt aber auf der Playstyle-Instanz hier zumindest mal noch. Der hat jetzt noch keine Nummer im Telefonbuch eingetragen. Genau, das heißt, dem würde ich jetzt einfach mal als weitere Telefonnummer hier entsprechend die Telefonnummer eintragen, die ich mir vielleicht einfach an anderer Stelle nochmal besorgen muss. Nämlich der Ralf Becker hat ja hier die Telefonnummer und dann würde ich mir die hier einfach mal kopieren und würde sie dann dem Ralf auch einfach als zusätzliches Telefon eintragen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich ihn ja jetzt auch anrufen. Dann klingelt wieder entsprechend mein Softphone und nee, das hat jetzt nicht geklingelt. Jetzt hat es geklingelt. Okay, das hat sich einfach auf der anderen Seite gemeldet. Ja, da bin ich jetzt auf dem AB gelandet bei demjenigen. Und dann kann ich ihm nur was auf den AB quatschen. Aber letztendlich müssten die Sachen dann natürlich auch in unserer Anrufliste so auftauchen. Dann lege ich hier mal wieder auf. Ich kann ja mal bei dir anrufen. Du hattest die 567 intern. Genau. Ja, dann kommt jetzt hier der Eingang. Das ist auch so, dass es bei mir einfach an meinem Windows entsprechend klingelt und ich es hier annehmen kann. Und dann hören wir uns auch mal wieder. Der Vorteil von den internen Durchwahlen ist natürlich, dass es auch einfach kein Geld kostet, weil alles, was ich an internen Rufnummern und internen Gesprächen habe, innerhalb von Playstyle-Rufnummern, sind tatsächlich interne Nummern, die auch so an der Stelle keine zusätzlichen Gebühren generieren. Ja, wir könnten nochmal die Verbindung wieder rumdrehen. Ja, hier sehen wir jetzt auch den Anruf von der 567 an die 569. Bei der Birgit. Und okay. Wir haben ganze 30 Sekunden gesprochen. Ja, dann würde ich meine Freigabe mal wieder beenden und dann kannst du noch mal deinen Bildschirm zeigen. So.
So, jetzt müssten Sie meinen Bildschirm wieder sehen. Ich sehe jetzt, dass mein Cisco 6851 hier auch inzwischen verfügbar ist und angezeigt wird. Können wir das jetzt hier nur mal von der Playstyle-Seite? Also da sieht man, dass das Ziel jetzt aktiv ist und ich entsprechend auf dem Telefon jetzt verschiedene Funktionstasten vergeben kann. Und da kann ich einmal Besetzlampenfeld-Telefone, zum Beispiel jetzt die Nicole Oster, hier auf das Telefon legen oder auch die Sonja Fleming. Ich kann aber hier auch einfach Direktwahlen vergeben und kann jetzt hier schreiben eine Telefonnummer und wenn ich will, kann ich hier auch noch irgendwie sowas wie iGrupper GmbH schreiben. Kann das Ganze speichern und sagen, dass das Endgerät rekonfiguriert werden soll. Dann braucht das im Regelfall einen kleinen Moment. Man sieht, hier blinkt schon. Ups, ist wieder in die Kamera richtig reinhalte. Das braucht, wie gesagt, ein paar Sekunden. Dann steht da, Konfiguration wird geladen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man die Schrift richtig lesen kann. Braucht halt einen Moment, bis die Sachen, aber das ist ja jetzt auch nichts, was man dreimal in der Stunde umstellt. Ja, ich würde sagen, es ist ein kleines bisschen weiter weg, aber wahrscheinlich, wenn man genauer hinschaut, kann man es vielleicht schon sehen. Aber ich denke mal, im Prinzip kennt ja jeder das so, wenn halt die Telefone an der Stelle Besetzlampenfelder unterstützen, dann sieht man das an der Stelle genau dort, dass halt der Mitarbeiter XYZ, den ich dort definiert habe, gerade am Telefonieren ist. Das heißt, ich habe auf meiner Hardware entsprechend das Feedback, dass der Kollege am Telefon ist, den ich wahrscheinlich häufiger brauche. Natürlich muss man einfach gucken, was für einen Arbeitsplatz habe ich, wie viele Besetzlampenfelder braucht der Mitarbeiter. Das heißt, es gibt auch Telefone, die einfach da 20 Steckplätze und 20 Besetzlampenfelder haben. Das kann man entsprechend die Telefone nutzen, so wie man sie braucht, entsprechend dem Arbeitsablauf, den man so typischerweise hat. Ja, ich kann das Ganze jetzt nochmal in der iGroup-Wert zeigen. Da muss ich jetzt nur gerade bei mir umschalten, dass man das Pop-up sehen kann. Moment. Ja, wir können auch einfach gleich nochmal live zeigen, wie es denn bei uns auf unserer Produktivinstanz. Da haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Telefone, verschiedene Clients drauf. Da können wir mal drauf hin, einfach auch wechseln und können das nochmal zeigen, damit man so ein bisschen sieht, was kann man alles mit Playstyle machen? Was gibt es denn vielleicht auch an verschiedenen Clients, die man so im Einsatz hat? So sieht das jetzt dann für den Benutzer aus. Wobei das jetzt ein Admin ist, ein Benutzer kann zum Beispiel jetzt nicht seine ausgehende Rufnummer ändern. Das sind Sachen, die kann ich halt jetzt hier als Administrator durchaus machen. Was ein Benutzer ändern darf, ist alles, was ich hier unter IP-Endgeräte sehe. Ich kann hier den Namen, muss hier drauf gehen. Ich kann den Namen ändern, denn mein Telefon, wie wir gesehen haben, da oben, ob es ganz oben anzeigt, wenn man es noch mal ein bisschen heller macht. Und ich kann auch die entsprechenden Tasten ändern. Das heißt, ich kann jetzt auch hier in der iGroupe, wenn ich sage, ah, das ist ein bisschen unpraktischer, ich hätte gern die Sonja Fleming mit der Nicole Oster getauscht. Und hier will ich nicht die iGroupe GmbH haben, sondern ich will, ich mache da jetzt mal nur Quatschnummer rein, ich hätte hier gern die Birgit Mobil drauf. Dann kann ich das halt auch in der iGroupware eintragen, kann das abspeichern. Das wird gespeichert und dann braucht es einen kleinen Moment. Wir sehen, hier blinkt schon wieder die entsprechenden Tasten und. Konfiguration wird geladen. Dann sollte das, wenn er sie geladen hat,
dann auch die entsprechende Änderung auf das Telefon. Das heißt, auch das ist etwas, was der Benutzer selber machen kann an seinem, die Tastenbelegung von seinem persönlichen Telefon entsprechend anpassen, ohne dass er dafür sich jetzt unbedingt bei Blaisetel anmelden müsste oder gar der Telefonanlagentechniker vorbeikommen muss, um so etwas zu machen. Ja, jetzt sehen wir hier, habe ich jetzt Birgit Mobil und die Sonja Fleming und die Nicole Oster sind jetzt getauscht. Ich hoffe, man kann es sehen. Gut. Ja. Wenn du noch mal die Freigabe beendest, würde ich mal einfach kurz auf das wechseln, was ich hier vorbereitet habe. Okay. Einmal Freigabe, Bildschirm teilen. Und das heißt, wir sehen jetzt an der Stelle die unsere Telefone, die wir hier für uns definiert haben. Und man sieht an der Stelle einfach, was interne Durchwahlen sind. Man sieht aber auch sehr schön die unterschiedlichen Geräte. Das heißt, wir haben einen Anrufbeantworter und einen Fax, die entsprechend an Blaisetel hängen. Wir haben verschiedene Telefone. Je nach Benutzer haben wir auch unterschiedliche Telefone. So zum Beispiel, ich bin manchmal im Homeoffice, habe dort aber auch tatsächlich mein Desktop-Telefon, also mein Snom-Telefon auch dort vor Ort. Ich habe ein weiteres im Büro stehen. Das Gleiche gilt auch für andere Kollegen. Ich habe aber auch zusätzlich noch auf meinem Handy einen Blaisetel-Client drauf. Den kann ich ja auch mal gerade am Handy zeigen, wie der da aussieht. Das heißt, ich habe hier einfach einen Blaisetel-Client mit einer Anrufliste und das Telefon klingelt bei mir ganz genau so, weil es so eingerichtet ist. Also wenn ich bei mir auf der internen Durchwahl angerufen werde, dann klingeln bei mir im Zweifelsfall alle Telefone, die aktiv sind. Wobei ich jetzt an manchen von den Telefonen habe ich in Do Not Disturb eingetragen. Mein Handy klingelt aber trotzdem, weil das auch im Zweifelsfall unter der 13 erreichbar ist, weil mein Handy auch direkt per Mobilfunk erreichbar ist. Und an der Stelle kann ich jetzt auch am Handy im Prinzip drangehen, einfach weil es ein Blaisetel-Client ist. Das sehen wir jetzt hier oben. An der Stelle, hier gibt es jetzt auch eine Birgit Becker Mobil. Und die Birgit Becker Mobil, wenn ich da mal auf Bearbeiten gehe, dann sehen wir an der Stelle einfach, dass die hier auch als IP-Endgerät Sachen da drauf hat, aber auch in den registrierten Telefonen, das ist quasi das Interne von dort und ich habe hier eine ausgehende Rufnummer, also ich habe auf meinem Handy, ist es bei Blaisetel jetzt so konfiguriert, dass der auch, wenn ich vom Handy aus jemand anrufe, meine normale Durchwahl von der eGroupware anzeigt und ich also sowohl bei Eingehenden direkt am Handy drangehen kann, als auch nach ausgehend eine Telefonnummer signalisiere, die meiner Festnetznummer entspricht und ich auf der anderen Seite aber auch eine andere Durchwahl habe. Das heißt, ich kann im Prinzip auch vom Handy per Durchwahl vom Festnetz hier aus angerufen werden über meine Durchwahl und es ist keine Anruf ans Mobilfunk, sondern es ist eigentlich auch wieder eine kostenfreie interne Rufnummer. Also das sind alles so Sachen, wo man einfach im Zusammenspiel zwischen Mobilfunk, den entsprechenden Client auf den Geräten und so weiter auch für sich schauen kann, was macht Sinn. Muss ich nach außen per Durchwahl erreichbar sein? Habe ich nur eine interne Durchwahl? Kann ich jemand intern erreichen, kostet es mich nichts. Also dementsprechend kann ich das Ganze immer definieren. Man sieht es bei uns jetzt auch hier zum Beispiel, dass einfach verschiedene Benutzer von uns die Null nach außen signalisieren. Das sind jetzt einfach Benutzer, die in dem Sinne auch nach außen, von außen nicht durchwählbar sind, aber intern schon eine Durchwahl haben. Ja, das war die eine Sache, die ich zeigen wollte. Die andere, die ich einfach nochmal an der Stelle zeigen wollte, ist, dass ich jetzt hier auf Blaisetel
Wo ist mein Inkognito-Tab? Das hier ist mein Inkognito-Tab. Genau. Das heißt, ich bin jetzt hier angemeldet mit dem Hauptbenutzer und wir sehen jetzt die normalen Sachen, wie ich auch auf Playstyle selber Sachen verwalten kann. Das heißt, alles, was wir jetzt in der eGroupware haben an Funktionalitäten, kann ich natürlich auch von der Seite von Playstyle selber angehen. Also je nachdem, was an der Stelle mehr Sinn macht, kann ich es halt entweder über die eGroupware administrieren oder auch aus Playstyle heraus. Das heißt, ich habe hier den Benutzer. Ich komme hier auf die Nicole Oster drauf. Wenn ich auf die Nicole Oster gehe, sehe ich jetzt, die ist online angemeldet über ihren entsprechenden ZIP-Client. Da sehe ich halt auch die Zugangsdaten per ZIP. Wir werden das natürlich nachher nochmal alles verändern, damit man nicht einfach irgendwas abschreiben kann. Das ist klar. Aber ansonsten habe ich hier die Funktionalitäten Passwort setzen, habe ich in der eGroupware oder ich habe es hier drin. Ich habe die Geschichte mit den IP-Endgeräten. Da kann ich einfach sagen, was für ein Gerät will ich haben und einrichten, genauso wie ich es auch aus der eGroupware heraus konnte. Ich habe jetzt hier natürlich jetzt kein weiteres Telefon, aber das sind so die Standardtelefone, die ich von Playstyle her auch einrichten kann. Und das Gleiche haben wir halt auch auf der eGroupware-Oberfläche umgesetzt. Das heißt, wir sind hier wirklich sehr, sehr flexibel in dem, was wir machen, dass man immer die Option hat, so wie man es von der eGroupware ja auch schon kennt. Man kann es entweder aus der eGroupware heraus machen, man kann aber auch tatsächlich die Oberfläche von Playstyle selber nutzen und dort entsprechend Dinge verändern. Es gibt jetzt natürlich auch noch einige Sachen, die wir in der eGroupware noch nicht drin haben. Ich sage explizit auch noch nicht, weil natürlich wird sich die Funktionalitäten und die Dinge, die wir da integrieren, werden sich auch einfach noch weiter, werden wir weiter ausbauen und werden wir im Einzelnen dann nochmal genauer anschauen, was halt für einen Benutzer auch immer interessant ist, für dieses Einrichten, was ich ja vorhin gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf so meinen Benutzer draufgehe, ich gehe jetzt hier nochmal auf die Nicole Oster drauf, dann kann ich hier die verschiedenen Clients mir auch anzeigen lassen mit den entsprechenden Download-Links und die Sachen werden dann automatisch entsprechend provisioniert oder ich kann die ZIP-Zugangsdaten, die ich jetzt habe, auch bei den Clients eintragen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich will das Standard-Playstyle-Softphone herunterladen, klicke ich hier auf das Herunterladen und ich bekomme es lokal heruntergeladen oder ich kann mit meinem Handy entsprechend auf den QR-Code gehen, kann den QR-Code scannen und das Ganze wird herunterladen oder kann auf dem sowieso heruntergeladenen App mich mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort anmelden. Also da habe ich einfach ganz verschiedene Optionen zur Verfügung, das Ganze entsprechend zu machen. Ja, das Ziel, was wir jetzt hatten bei der Integration, war, dass Daten, die in der eGroupware schon vorhanden sind, wie die Benutzer halt nicht mehrmals wieder neu eingegeben werden müssen und dass es dabei halt auch nicht zu Übertragungsfehlern kommt. Die andere Sache ist, dass alles, was, ich sag mal, der normale Benutzer machen muss, dass das sehr viel einfacher für den ist, wenn er das in der bekannten eGroupware machen kann, verglichen mit dem, man muss sich an der neuen Web-Oberfläche von Playstyle selber anmelden und muss sich da irgendwie zurechtfinden. Von daher haben wir halt gesagt, alles, was der reguläre Benutzer machen soll, wie zum Beispiel auch seine Funktionstasten bearbeiten, das ist was, was in der eGroupware vorhanden sein sollte und Sachen wie jetzt, oder sagen wir mal, speziellere Dinge wie komplexe Routingpläne, das ist sicher was wir nicht anfangen müssen, da eine weiteres Benutzerinterface in der eGroupware dafür anzulegen. Ja, deswegen einfach mal ganz kurz so ein bisschen auf die Oberfläche. Ich habe hier halt im Prinzip zu den einzelnen Rufnummern kann ich dann halt definieren, ob das Ganze ein Gruppenruf ist oder ich sage jetzt mal für komplexere Dinge auch einen tatsächlichen Routingplan, der an der Stelle sagt, okay, es soll erstmal entsprechend x Sekunden hier klingeln und wenn es dann nicht beantwortet ist, soll es an den Anrufbeantworter gehen oder an eine weitere Telefonnummer. Also das kann ich entsprechend komplex gestalten. Da werden wir aber auch, wenn wir das Webinar mit dem Daniel Seelbach haben am 18. noch einfach mal sehr viel stärker drauf eingehen, auf solche Dinge,
was und wie ich das halt in Playstyle selber dann definieren kann. Ich kann auf der anderen Seite natürlich halt auch sagen, ich möchte jetzt hier dann entsprechend weiterleiten auf den Benutzer XY. Das heißt, wenn die Nicole Oster nach x Sekunden nicht rangeht, dann soll das weitergeleitet werden an den Dennis Jenkins oder an sowas wie eine zentrale Rufnummer. Das ist ja das Typische, was ich ganz häufig habe, wenn der Mitarbeiter XY gerade keine Zeit hat, nicht ans Gespräch geht, dann soll es an die Zentrale weitergeleitet werden. Das wären so Standard-Routing-Pläne, die ich hier halt einfach eintragen kann. Und ich kann natürlich auch Sprachmenüs entsprechend hinterlegen und kann auch eigene Anrufbeantworter, Ansagen hinterlegen und. Das sind alles Dinge, die ich im Playstyle selber natürlich auch administrieren, anlegen kann und dann für meinen Benutzer entsprechend setzen kann. Auch da wieder ist immer die Sache, ich kann halt viele Dinge einfach als Administrator machen für die Benutzer oder ich kann halt auch als Benutzer selber solche Dinge machen. Und unser Ziel ist schon, dass, ich sage jetzt mal, ein Otto-Normalbenutzer im Zweifelsfall sich gar nicht mehr unbedingt bei Playstyle anmelden muss, um solche Dinge zu machen, sondern dass er das halt aus der E-Groupware heraus machen kann zu dem Stand, wo wir jetzt sind und vielleicht einzelne Punkte noch fehlen. Dann kann halt der Benutzer sich sein Passwort setzen, auf die Playstyle-Oberfläche geben. Da gibt es auch wunderschöne Tutorials, die man sich im Zweifelsfall mal anschauen kann, wenn ich irgendwas nicht weiß, ein bisschen unsicher bin. Es gibt überall Hilfeseiten entsprechend. Also wenn ich jetzt an der Stelle nicht weiß, was ich bei Ansagen mache, dann kann ich auf die entsprechende Hilfeseite draufgehen, mir die Hilfeseite öffnen und kann es nachschauen. Also da hat Playstyle entsprechend viele, viele Sachen auch hinterlegt. Ich kann dann hier einfach sagen, ich will eine neue Ansage generieren. Da kann ich eine Audiodatei, wenn ich was selber aufgenommen habe, ich kann einen Text angeben, Ansageoptionen, was für eine Stimme das sein soll, was für eine Sprache. Und dann generiert mir das automatische Ansagen. Also da habe ich einfach volle Funktionalitäten, wie man das halt so typischerweise an der Stelle kennt. Ich denke, was vielleicht noch ganz interessant ist, sich nochmal anzuschauen, sind diese Gruppen und die Gruppenrufnummern, weil das ist ja auch was wir dann in der E-Groupware nochmal drin haben. Das heißt, ich kann einfach sowas wie eine Gruppe hier haben, auf der habe ich im Zweifelsfall dann definiert, einen Namen, eine Beschreibung und ich sage, bei wem soll denn so eine zentrale Rufnummer klingeln? Also angenommen, ich sage jetzt hier Ralf und Nicole Oster, ist das, was entsprechend klingeln soll, dann sind die in der Gruppe drin und würden dort auch gemeinsam dann entsprechend, je nachdem, was für eine Anrufgruppe, was das genau machen soll, würde das definiert werden. Und wenn ich es mir von der E-Groupware-Seite dann nachher nochmal anschaue, ich klicke jetzt hier mal Speichern, dann kann ich jetzt auf die E-Groupware zurückgehen und gehe hier nochmal auf meine Tutorial-Instanz und gehe dort nochmal auf die Administration und auf unsere Telefonie-Integration. Und dann kann ich jetzt hier auch sagen, ich habe hier einfach eine Durchwahl, nämlich die Rufnummer XYZ, das entspricht unserer Zentrale und dort soll eine Gruppe, die ich in der E-Groupware habe, entsprechend hinterlegt werden und dementsprechend wird es dann alles, was Anrufe an diese Rufnummer sind, auch in der Anrufliste der Personen integriert und ich bekomme sie dort dann entsprechend angezeigt. Und wenn ich mehrere habe, kann ich dann natürlich einfach auch mehrere Gruppenrufnummern und mehrere E-Groupware-Gruppen zusammenpassen und dann entsprechend das Ganze mir in meinen Anruflisten anzeigen lassen. Ja, ich glaube, es wäre interessant, mal zu hören, ob es noch Fragen gibt, ob es Anregungen gibt. In dem kleinen Kreis können wir es jetzt auch gerne so machen, dass Sie, wenn Sie ein Mikrofon haben, nicht schreiben müssen, sondern auch einfach sprechen können, was Ihnen an der Stelle lieber ist. Wie gesagt, ich muss Ihnen dazu einfach Moderationsrechte geben und dann können Sie da gerne was sagen. Also von daher im Zweifelsfall einfach bitte kurz reinschreiben, wenn jemand was sagen will und dann können wir da gerne
die entsprechenden Sachen setzen. Und es wäre natürlich einfach schön, das Feedback zu bekommen, ob jetzt alles klar genug auch von uns dargestellt war, so detailliert, dass man es nachvollziehen kann, dass wir das einfach auch als Feedback da zur Verfügung haben. Die Signaturen der Sachen funktionieren übrigens wieder so, gerade so am Rande einfach eingeworfen. Der Fehler ist behoben, dass man die Bilder nicht speichern konnte. Ja, gibt es von dem Rest einfach an der Stelle noch Fragen, Interessensachen, die wir nochmal zeigen sollen? Einfach ein kleines Feedback wäre super. Ja, also im Prinzip ist einfach die Sache, wir können gleich nochmal ein bisschen auf das eingehen, was Herr Blassmeier geschrieben hat, dass er den Anfang nicht mitbekommen hat. Da können wir nochmal ein Stück weit drauf eingehen. Das andere, was wir einfach an der Stelle nochmal als Botschaft mitgeben wollen, wenn Sie eine Testinstanz, also wenn Sie jetzt noch kein Playstyle-Kunde sind, melden sich einfach kurz eine Mail schreiben an info@igroupware.org. Dann legen wir Ihnen gerne bei Playstyle einen entsprechenden Testzugang an, würden Ihnen da dann per Mail die Zugangsdaten schicken, würden Sie an der Stelle auch im ersten Schritt, weil das hilft Ihnen vielleicht auch bei der Einrichtung, anbieten, dass Sie uns Zugang geben können zu Ihrer Administration auf der Seite von Playstyle. Das heißt, wir können auch in diese Konfigurationssachen bei Playstyle für Sie mit reinschauen. Wer das nicht möchte, kann es natürlich auch an der Stelle ablehnen. Aber wer es möchte, gibt uns halt die Optionen dann da auch entsprechend mit drauf. Oder wir schauen per Teamviewer drauf. Also von daher im Zweifelsfall einfach bei uns melden und dann unterstützen wir auch gerne, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, Sie einfach bei der Einrichtung. Wichtig ist natürlich auch auf der anderen Seite, damit es funktioniert mit der Telefonieintegration, brauchen Sie die igroupware 21.1, die sowohl in der Eigeninstallation als auch in der Cloud schon verfügbar ist. Und wir werden in der Cloud sowieso jetzt davon in den nächsten Wochen anfangen, unsere Kunden auf die 21.1 umzustellen, weil an der Stelle die Sachen ja auch soweit dann fertig sind und das Release in absehbarer Zeit im Laufe der nächsten Wochen auch kommen wird. Und dann haben wir an der Stelle auch immer angefangen, die Kunden auch in größerem Maße schon auf die 21.1 umzuziehen. Herr Blassmeier, wo sind Sie denn gestartet? Das können wir gerne, ja. Wir können auch gerne bei einem Wechsel von der IP-Anlage auf Playstyle. Also im Prinzip ist es so, dass das, was man so standardmäßig macht, man legt einfach mal die Teststellung an, nimmt mal, weil Playstyle bietet an der Stelle auch einfach die Option, dass man sich für Wochen- oder monatsweise eine bestimmte Anzahl von Rufnummernblöcken generieren kann. Das heißt, für so einen erweiterten Test ist im Regelfall so, dass wir das so machen, dass wir sagen, ich erstelle Ihnen ein Angebot, mal 10 Rufnummern. Die 10 Rufnummern buchen Sie. Sie müssen sich dafür mit Ihrem Standort verifizieren, dass Sie halt tatsächlich auch Telefonnummern an dem Standort haben, dass der Standort dort verfügbar ist. Dann kann man nennt es dann in dem ganzen Umfeld so, quasi die Rufnummern maskieren. Das heißt, ich habe auf der einen Seite von dem bisherigen Telefonanlage und Telefonanbieter, weil Playstyle ist ja nicht nur Telefonanlage, sondern auch Anbieter, habe ich eine Weiterleitung auf die von dem bisherigen Anbieter auf Playstyle. Das heißt, eingehende Anrufe gehen auf ihrem jetzigen Anbieter an und werden dann zu Playstyle weitergeleitet. Und umgekehrt ist es so, dass ich ausgehende Sachen maskiere, also ähnlich wie das, was ich jetzt auf der Seite hatte, dass ich hier sagen kann, an meinem Mobiltelefon zeige ich nach außen meine normale Festnetznummer. Genauso kann man auch dort dann entsprechend die Telefonnummer maskieren. Das kostet auch nichts zusätzlich. Das ist so eine Standardsache, die Playstyle an der Stelle anbietet. Das heißt, ich zeige obwohl ich von Playstyle aus anrufe, mit meinen anderen Rufnummern zeige ich nach außen trotzdem meine eigentliche Telefonnummer, unter der ich möchte, dass meine Kunden mich auch wieder erreichen können. Das heißt, nach außen hin sehe ich gar nicht, dass ich tatsächlich
jetzt bei einem anderen Anbieter bin. Und wenn es dann tatsächlich live geht, dann wird halt die Portierung angestoßen, so wie man es halt von anderen Dingen auch kennt. Und dann habe ich das. Und im Prinzip habe ich halt immer die Option bei Playstyle auch zu sagen, ich kaufe oder ich miete mir entweder nur die Nebenstellen oder Nebenstellen plus Geräte. Da gibt es unterschiedliche Tarife bei Playstyle. Das auch. Das eine heißt Playstyle Profi, das andere heißt Playstyle Profi Complete. Und in dem Playstyle Profi Complete bekomme ich pro Nebenstelle auch ein Endgerät dazu. Da habe ich nur eine längere Vertragslaufzeit. Das heißt, man muss an der Stelle einfach schauen, was macht mehr Sinn, was genau braucht man und das dann im Einzelgespräch entsprechend klären. Ja, ich glaube, was noch ganz interessant zu sagen ist, wenn Sie zu Playstyle kommen wollen und das über uns machen, dann sind wir halt auch Ihr Ansprechpartner, nicht nur für die e-Groupware, sondern auch für die ganze Telefonie und Telefonieintegration. Das heißt, genau. Das ist auch einfach nochmal ein Vorteil, dass man da ein System aus einem Guss dann bekommt. Genau. Und ja, wir werden das hier aufzeichnen. Wir werden es dann auch online stellen. Das heißt, Sie haben an der Stelle auch die Möglichkeit, das jetzt im Nachgang nochmal anzuschauen. Und wie gesagt, wir stehen gerne als Ansprechpartner, gerne für Fragen zur Verfügung. Vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen sagen, was ist noch weiter geplant. Einer der nächsten Schritte, die wir auch von der e-Groupware-Seite aus noch machen wollen, ist, dass man die Option hat, aber wirklich auch explizit als Option zu sagen, ich möchte auch Kontakte aus der e-Groupware in Playstyle importieren. Das heißt, dass man da jetzt einfach anstoßen kann. Ich möchte mein Playstyle kennt prinzipiell einfach, da kann ich ja auch nochmal drauf wechseln, in den Kontakten kennt Playstyle einfach ein, ich wechsle mal ganz nach unten, ein globales Adressbuch und ein persönliches Adressbuch. Wenn ich ein normaler Mitarbeiter bin, dann kann ich die Sachen nur in mein persönliches Adressbuch reinspeichern. Wenn ich ein Administrator bin, könnte ich es auch in das Globale reinspeichern. Und die Idee ist, dass wir von der e-Groupware-Seite aus die Option schaffen, dass Mitarbeiter sagen können, mein persönliches Adressbuch, ich will das halt auch bei Playstyle sehen, weil ich es vielleicht da auch brauche oder damit es auf die Telefone entsprechend rüberkommt. Wobei man halt auch sehen muss, also dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Handy bin, das, was ich in dem Softphone-Client vom Playstyle sehe, sind die Kontakte, die ich sowieso auf meinem Handy habe. Also ich muss die an der Stelle nicht unbedingt zu Playstyle übertragen. Da muss man natürlich ein bisschen abwägen. Auch Datenschutzkonformität, brauche ich die Sachen wirklich in Playstyle oder nicht? Aber dementsprechend würden wir an der Stelle einfach Funktionalitäten schaffen, dass ich es übertragen kann, dass ich auch von der Administration von der e-Groupware her sagen kann, ich möchte das Gruppenadressbuch XY in das globale Adressbuch und das steht dann allen Mitarbeitern zur Verfügung und die Benutzer können zusätzlich ihr persönliches Adressbuch auch zu Playstyle übertragen. Das sind Sachen, an denen wir dann auch einfach in den nächsten Wochen bis zum 18. noch weiter arbeiten werden, um das dann auch bei dem nächsten Webinar an der Stelle mit vorstellen zu können. Ja, ich glaube, der Hauptvorteil liegt, wenn ich halt wieder so ein Hardware-Telefon habe, sowas, dann kann ich halt auch nicht angemeldet in dem dortigen Adressbuch die Nummern finden, die entsprechend hinterlegt sind, weil die werden dann zu Playstyle synchronisiert von der e-Groupware und von Playstyle wiederum auf das Telefon synchronisiert. Also das ist, denke ich mal, der größte Vorteil davon, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag direkt in e-Groupware arbeitet, dann ist es egal, ob ich jetzt im Adressbuch suche, mit meiner Tastatur den Namen eingebe oder ob ich halt jetzt wirklich auf dem Telefon danach suche. Ja, weil also ich sage jetzt mal aus meiner persönlichen Arbeitsweise jetzt auch in der Erfahrung der letzten Monate, wo wir ja schon auch die Telefonieintegration am eigenen Leib sehr lange getestet haben. Ich brauche es nicht im Playstyle drin, weil ich es sowieso nur aus der e-Groupware anstoße. Also entweder vom Handy aus über mein normales Adressbuch, wo ich die Sachen habe, oder aus der e-Groupware selber über die Telefonieintegration, weil die Sachen sowieso im Adressbuch drin sind. Aber ich denke, es gibt auch Gründe, angenommen, ich habe ein Callcenter und will die Callcenter-Anwendungen von Playstyle nutzen, dann gibt es bestimmt da auch gute Gründe, warum ich ein Gruppenadressbuch
in Blaisdell sehen möchte, damit meine Callcenter-Agents das halt auch in Blaisdell zur Verfügung haben. Also ich denke, das sind einfach Sachen, da kann und muss man dann entscheiden, was am meisten Sinn für einen macht. Und das sind einfach Dinge, wo wir am Arbeiten sind und einfach auch noch mehr in Funktionalitäten reinbringen werden. Braucht man noch ein Hardware-Telefon? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, was man bevorzugt. Der Vorteil von dem Hardware-Telefon ist tatsächlich, das klingelt auch, wenn ich am Rechner nicht angemeldet bin. Also angenommen, es ruft mal jemand an, bevor ich meinen Rechner habe. Ich will aber an der Stelle, weil ich sage jetzt mal, Hotline-Dienst habe, was auch immer, will ich auch, dass ich es mitbekomme und ich will vielleicht den Client auf meinem Telefon nicht haben, dann kann ich das natürlich über so ein Telefon auch machen, sofern mein Routingplan natürlich vorsieht, zu welchen Zeiten ich wie erreichbar bin. Der Vorteil natürlich von den ganzen Softphones und Clients auf dem Handy ist, wenn ich im Homeoffice bin, brauche ich dort kein separates Telefon, sondern kann halt tatsächlich das nutzen, was ich auf dem Softphone drauf habe, kann das über mein Lautsprecher-Headset, also generell so, wenn ich ein Softphone nutze, dann macht es schon immer Sinn, ein Headset dazu zu verwenden, einfach damit die Sprachqualität, Klangqualität entsprechend gut ist. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Also von daher, letztendlich, ob man es braucht oder nicht, hängt einfach von dem ab, was man selber an der Stelle hat. Aber ich glaube, der große Vorteil ist, dass man wirklich alle Freiheiten hat. Das heißt, wer es braucht, nutzt es. Wer es nicht braucht, nutzt es nicht. Wenn ich sowieso entsprechend schon Telefone habe, IP-Endgeräte oder Hardware-Telefone, die dem Unternehmen gehören, naja, dann kann ich die ja auch einfach den Mitarbeitern weiterhin zur Verfügung stellen. Man will ja auch nichts abgraben im Regelfall. Wenn es aber so ist, dass ich die Telefone nicht habe und der Mitarbeiter sagt, eigentlich will ich das gar nicht mehr haben. Auch da waren wir viel in Gesprächen jetzt mit Kunden gewesen in der letzten Zeit, die gesagt haben, also für mich hat sich das im Homeoffice jetzt eigentlich so rauskristallisiert, dass ich ganz zufrieden bin. Ich brauche das Desktop-Telefon eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das halt bei mir so drauf und nutze da alle Sachen, die ich drauf habe. Dann hat man da alle Freiheiten. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie heute wieder dabei waren. Wie gesagt, die Aufzeichnung stellen wir wie immer online. Und wenn im Nachgang Fragen auftauchen, auch da einfach gerne eine E-Mail schicken an info@iqpur.org. Dann kann man das natürlich auch einfach mit aufnehmen für das Webinar am 18. und da entsprechend nochmal nachbessern, damit die Information so kommt und allen zur Verfügung steht, dass es möglichst einfach in der Umsetzung für Sie ist. Ja, dann auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Und einen schönen Nachmittag noch.